Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3 Titan Lords für den PC. Im letzten Part sind wir hier auf die Insel der Druiden gegangen. Also sind hier, ne? Sind hier hingeschippert. Und mehr haben wir bislang noch nicht gemacht hier. Deswegen wollen wir uns doch hier jetzt mal ein bisschen umgucken. So, erstmal einen rohen Fisch mitgenommen. Das ist immer eine gute Sache. Da ist eine Ente, die lassen wir mal leben. Hallo Angus. Was suchst du hier? Ich rate dir, so schnell wie möglich wieder zu verschwinden. Wieso sollte ich? Die Schatten kommen aus dem Boden. Von überall hört man Berichte von Toten. Die grünen Feuer brennen. Plötzlich tauchen diese verfluchten Dämonenjäger auf und beziehen die alte Zitadelle. Und du fragst, wieso? Ja. Vermutlich genauso schlimm wie überall in der Südsee. Na, wenn du das sagst. Ich bin Fischer, kein Kämpfer. Seit der Bedrohung durch die Schatten ist es schwer geworden, auf Kalador zu überleben. Schwer, aber nicht unmöglich. Wenn das mal kein Grund zur Hoffnung ist. Ich glaube, ich kann nicht ganz folgen. Schon gut, vergiss, was er gesagt hat. Tja, ja. Was genau machst du hier? Wenn ich nicht fische, rate ich allen Neuankömmlingen, wieder von der Insel zu verschwinden. Ich habe nicht vor, wieder zu verschwinden. Ich habe mir schon gedacht, dass du so etwas sagen wirst. Dann lass mich dich wenigstens in unser Fischerdorf bringen. Nur damit du nicht über Kalador wanderst und den Schatten als Frühstück dienst. Das ist doch eine Idee. Okay, Fischerdorf hört sich gut an. Gute Entscheidung. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich dich hinbringen soll. Okay. Erzähl mir mehr über die Bedrohung. Was willst du wissen? Wie war das mit den Dämonenjägern? Die meisten Neulinge schließen sich ihnen an. Es gibt nicht mehr viel, was du hier auf Kalador werden kannst. Dämonenjäger oder Totengräber? Naja, ich hab Leiche vergessen. Was sagtest du über die grünen Feuer? Mit den grünen Feuern sind auch die Dämonenjäger hier aufgetaucht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finden soll. Wieso nicht? Sie könnten euch vor den Schatten beschützen. Könnten sie, ja. Aber sie tun es nicht. Alles, was sie tun, ist, uns den Fisch wegzufressen. Okay. Erzähl mir mehr von den grünen Feuern. Plötzlich haben sie gebrannt. Ich habe Gerüchte gehört, dass sie eine Art Ruf sein sollen. Aber wenn du wissen willst, wer sie entzündet hat, das weiß ich auch nicht. Verstehe. Was ist mit der Zitadelle? Die Zitadelle ist eine riesige alte Ruine, in der sich die Dämonenjäger eingenistet haben. Ich rate dir, nicht dorthin zu gehen. Der Weg ist sehr weit und gefährlich. Am besten, du verlässt die Insel wieder auf dem Weg, auf dem du gekommen bist. Bring mich ins Fischerdorf. Na gut. Folge mir. Dann bring mich mal hier in dein Fischerdorf, ne? Vorher nehme ich noch die Schädelblüte und die Beeren mit. So. Lass uns weitergehen. Ja. Immer mit der Ruhe, ey. Oh, hier ist es wir direkt. Sind da. Sieh ja, dich ruhig um, aber viel wirst du hier nicht entdecken. Wenn du vorhast, tiefer in die Wildnis zu gehen, vergiss nicht, dich mit Proviant einzudecken. Ansonsten trainiere ich jeden Abend das Messerwerfen. Du kannst mich gern herausfordern, wenn du mich an der Scheibe trainieren siehst. Okay. Das ist doch ein Wort. So, dann gucken wir mal. Was soll das heißen, keine Fische? Es tut mir ja leid, aber du hast doch gehört, was ich gesagt habe. Wir müssen auch sehen, wo wir bleiben. Wir können doch nicht alles abgeben, was wir haben. Verdammter Mist. Was soll ich den anderen denn erzählen? Du kannst ja selber mal versuchen, an dem Strand was zu fangen. Für so einen Kram habe ich keine Zeit. Ich gehe bald zurück zur Zitadelle. Nächstes Mal habt ihr hoffentlich wieder was. Du kannst es ja mal bei den Höfen versuchen. Das ist doch alles scheiße. Vielleicht fange ich unterwegs einfach etwas anderes. Mach das. Wie gesagt, es tut mir leid. Okay. Na, wen haben wir denn da? Ein neues Gesicht auf der Insel. Ja, hi. Willkommen am Abgrund zur Hölle. Dem besten Platz, an dem man momentan sein kann. Na Mensch, das passt doch. Ist das dein Ernst? Tut mir leid. Ich bin wohl schon zu lange hier. Bei der ganzen Scheiße, die hier passiert, hilft nur noch Galgenhumor. So spricht ein großer Kämpfer. Oder jemand, der glaubt, einer zu sein. Ach ja? Und du hast doch bestimmt auch mal besser ausgesehen.
Keine Ahnung, kann schon sein. Ja, dann, sag Wie mal, ist was ist die los? Lage in diesem Teil der Welt? Verheerend. Die Schatten sind auf dem Vormarsch und hier sterben alle wie die Fliegen. Als Totengräber wärst du hier genau richtig, mein Freund. Arbeit liegt hier genug auf dem Boden herum. Ich schätze, da wird auch viel geplündert. Du bist ein ganz schlauer, was? Wo Chaos herrscht und Menschen verschwinden, dort wird immer etwas zurückgelassen. Wir Dämonenjäger können nicht überall sein, um zu verhindern, dass die Toten geplündert werden. Was machst du hier bei den Fischern? Ich bin hier, um Fisch für uns zu holen. Wer ist uns? Na, zu uns Dämonenjägern natürlich. In die Zitadelle, hinten am Horizont. Aber diese armen Fischer hat es ebenfalls hart erwischt. Kommen kaum zum Fischen bei dem ganzen Stress hier. Kein Wunder, dass sie wenig Fische für uns Krieger zu verkaufen haben. Tja, stimmt wohl. Warum hilfst du ihnen nicht? Wir Dämonenjäger schlagen uns schon mit den Schatten und anderer übler Brut herum. Wir können einfach nicht überall sein. Ich bin auf Patrouille und muss auch bald wieder zurück. Für die Probleme der Fischer bleibt da wenig Zeit. Wie es aussieht, werde ich wohl ohne den Fisch zur Zitadelle zurück müssen. Ich könnte dich mitnehmen, wenn du willst. Ja, nehme ich mit. Alles klar. Sag mir Bescheid, wenn du aufbrechen willst. Und wenn du doch noch ein paar hohe Fische findest, würde ich sie dir zu einem sehr guten Preis abkaufen. Ich habe allerdings kein Gold bei mir, also können wir erst ins Geschäft kommen, wenn ich wieder an der Zitadelle bin. Alles klar. Okay. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. So. Bring mir bei, wie ich Zähne ziehen Na, kann. Na, das ist doch gut. Alles klar. Ich möchte Tieren die Hörner ausreißen können. Alles klar. Ausreißen. Wie ist denn mit abtrennen, abschneiden? Nein, rausreißen. Naja. So, da liegt zum Beispiel noch ein Rohrfisch. Hey, na? Warum bist du hier? Ich wollte nur mal sehen, wem das Haus gehört. Entschuldigung. Ich konnte ja nicht wissen, dass du gleich so reagierst. So, wir wollen also ein bisschen rohen Fisch sammeln, den wir verkaufen können. Finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Denn gibt wieder Geld. Und Geld ist immer eine schöne Sache. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Captain Finch wollte unter allen Umständen verhindern, dass ein Unwürdiger seinen Platz einnimmt. Also versteckte er vor seinem Tode seine berüchtigte Piratenflagge an einem gefährlichen Ort. Zuletzt soll er auf Kila, in der Nähe eines eingeborenen Dorfes, gesehen worden sein. Das reicht mir. Okay. Da haben wir von einem Schatz erfahren. Das ist doch was Schönes. Gut, dass ich hier reingeschlichen bin. So. Haben wir hier hinten irgendwas Interessantes? Nö, ja. Ein roher Fisch. So. Okay. Dann sehen wir uns mal ein bisschen weiter hier im Dorf um. So, es scheint nicht mehr Abend zu sein. Nachher ist ja Nacht. Nö. Schleichen macht nur. Jetzt lernst du mich kennen, dreckiger Dieb. Ups. Scusi. Hey, sorry, Glenn. War nicht meine Absicht. Naja. Hauen wir ihn mal kurz bewusstlos. Es tut mir sehr leid. Aber dann komme ich halt auch an seine Truhe ran. Egal. Nein. So, so und so. Okay. Eine Dämonenklinge. Nee, Moment. Ein Zauberdämonenklinge. Ich verstehe. Jo, komm. Ja, nehmen wir alles. Nehmen wir ihm alles ab, was er hat. Alles, was er so besitzt. Hier eine Schatulle. Bisschen Fusel. Finde ich gut. So. Eine Voodoo-Puppe. Die nehmen wir auch noch.
Sehr schön. Tut mir ja leid, dass ich ihm aufs Maul geben musste, aber er hat mich halt leider angegriffen. Ne? Und ich mag es nicht, wenn man mich angreift. Dann wehre ich mich. Und das mögen die wenigsten Leute, wenn ich mich wehre. Naja. Oh, ein Teleportstein. Nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, dann wollen wir doch mal gucken, wo wir den Teleportstein einsetzen können. Ah, der hört mich nicht, wenn ich hier reinschleiche. Das ist gut. Ein Runenstein. Okay. Nochmal Dämonenklinge. Ja, warum nicht? Eine Schatzkarte. Und dann gehen wir auch noch an die Truhe ran. So. Also Angus hat sich leicht ausrauben lassen. Das war jetzt nicht problematisch. Gut. Hey Glenn. Verdammt, noch ein Maul, das wir stopfen müssen. Ach Quatsch. Gehörst du auch zu den Dämonenjägern? Nein. Die ganzen neuen Leute, die hier auf die Insel kommen, machen uns das Leben nicht leichter. Als hätten wir nicht schon genug zu tun. Probleme? Kann man so sagen. Seit man von einigen Bauernhöfen nichts mehr hört, wollen plötzlich alle unseren Fisch. Warum freust du dich nicht darüber? Wir haben gerade mal genug Fisch für uns selbst und ein bisschen Überschuss zum Verkaufen. Aber wir können die Menschen doch nicht verhungern lassen. Besonders jetzt, wo sie auf uns angewiesen sind. Wenn hier nur nicht alles den Bach runtergehen würde. Verstehe. Warum bist du da nicht fischen? Gute Frage. Ich würde ja gern, aber ich kann nicht. Warum nicht? Weil mir dauernd etwas dazwischen kommt. Entweder sind es Monster am Strand oder irgendjemand will irgendwas haben. Naja, ich bekomme das alles schon hin. Bin ja nicht blöd oder so. Okay. Kannst du Hilfe gebrauchen? Ich weiß nicht. Abgesehen von dem fehlenden Fisch können wir auch keinen neuen fangen. Warum holt ihr euch keine Hilfe? Wen denn? Die Dämonenjäger sind sich für sowas zu fein. Ansonsten gibt es niemanden mehr hier auf der Insel. Wie wär's mit Aber mir? Aber wenn du dich schon anbietest... Danke. Du siehst aus, als würdest du das hinkriegen. Na bitte. Okay, ich töte deine Viecher. Super, danke. Sag mir Bescheid, wenn die Biester erledigt sind. Jo, wo sind sie? Wo genau sind denn die Viecher? Direkt unterhalb des Dorfes am Strand. Geh einfach dahin zurück, wo du angekommen bist und gehe rechts den Strand entlang. Dann müsstest du schon auf sie treffen. Alles klar. Okay. Was bekomme ich dafür, wenn ich deine Viecher töte? Ich nehme nicht an, dass du Fisch haben möchtest, oder? Du kannst natürlich auch Gold haben, wenn dir das lieber ist. Suche es dir aus. Okay. Das klingt doch nach einem Deal. So, Nate, Moment, ne? Du musst noch mal auf uns warten. Ich muss hier gerade mal ein paar Bestien erledigen. So, rechts hatten sie ja gesagt. Und da gehe ich mal davon aus, dass in Laufrichtung rechts gemeint ist. Hey, lass mir auch noch was über. So, komm mal her, du Varan. Lass mich dich erledigen. So. Und so, sehr schön. So, oh. Da ist ja noch eine Wasserechse angekommen. Mensch. Wo kommst du denn so plötzlich her? Das tat weh. So. Gut. Dann haben wir das. Dann haben wir hier jetzt auch die Zähne. Sehr schön. Mehr Zeug zum Verkaufen. Und dann fehlt noch ein achso, das war das Viech. Ich dachte schon, da ist jetzt irgendeine Leiche runtergerollt. Also irgendeine andere Leiche. Aber scheinbar nicht. Das ist schön. Das ist schön. So, wo ist der letzte Varan? Hier ist der letzte Varan. Rainer. Komm mal her. Lass dich mal umboxen. So. Ey. Sehr schön. Okay.
Das wäre der Sandteufel. Aber auch eine Leuchtkugel für bekommen, das ist sehr schön. Wo ist der Varan hin? Ich sehe den Varan nicht mehr und das gefällt mir nicht. Ah, jetzt krieg ich die Leuchtkugeln jetzt generell? Weil wenn ja, dann muss ich tatsächlich entweder 10 oder Hörner entfernen lernen. Okay, wie bist du hier hinten hingekommen? Egal. Das ist ein etwas weiterer Weg. Das ist ein bisschen ungewöhnlich weit weg, sage ich mal. Naja. Okay. Ich will mich mal trotzdem hier noch ganz kurz umsehen. Was wir hier sonst noch so finden. Wenn wir schon mal hier hinten sind. Ach komm, blöder Sandteufel. So. Ja, okay, ich scheine jetzt wirklich generell Leuchtkugeln zu bekommen. Das finde ich gut. Hey, noch ein Varan. Mensch, diesmal war kein Neugieriger, sondern ein ganz normaler. Ja, gut. Sollte jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied darstellen. Nur, dass der halt nicht für die Quest zählt. Aber das ist ja auch egal. 200 Ruhm sind 200 Ruhm. So, na, guck mal einer da. Da sind ja noch mehr Varane. Die mir noch mehr Ruhm geben. Das finde ich gut. So, kommt mal her hier. Ey, ey. So. Zack. Ja, ja, komm. Halten Rand. So. Oh, Scheiße, das sieht schmerzhaft aus. Und es gab eine Zeit, da hast du mich mal geheilt, weißt du? So. So ein bisschen. Jetzt hast du irgendwie. Ah, kein Bock mehr drauf, oder was? Gut. Da haben wir die Heilung, die ich erwartet habe. Sehr schön, sehr schön. Komm ich da oben hin? Auf das kleine Plateau? Und wenn ja, bringt mir das was? Ja, ich komme hin. Nein, das bringt mir nichts. Okay. War ja nur eine Idee. Hätte ja sein können, theoretisch. Okay. So, da geht's nach oben. Hier sind noch weitere Viecher. Hey Schildkröte, gib mal bitte dein Fleisch. So, komm her, du Rammer. Autsch. Ich sagte nur herkommen, nicht angreifen. Gut so. Okay. Das ist schön. Horn kriegen wir jetzt auch. Herrlich, herrlich. Mehr Zeug, das wir verkaufen können. Okay. Zwei so eine komischen Mistviecher. Eisengolem. Der hält gut was aus hier. Der teilt auch gut aus. Holy shit. Yo. Ist klar, ey. Und jetzt kommt der Rammer natürlich noch mit dazu, ne? Ganz klar. Eindeutig. So. Dann wollen wir den doch mal noch vernichten. Aua. Scheißviech. Und warum greift der Golem erstmal mich an? Ja? Erzgolem. Okay. Naja, egal. Ist halt auch irgend so ein Golem halt. Den Golems haben wir ja schon gekämpft. Aber so zwei direkt beieinander ist halt nie so wirklich schön. Scheiß Riesenviecher. Aber egal. Es gab ganz gut Ruhm.
So, vom Eisengolem kriegen wir natürlich nichts. Gibt uns der Erzgolem irgendein Loot? Nö. Naja. Aber wir haben jeweils 400 Ruhm bekommen. Ist ja auch eine schöne Sache. Der steht nicht mehr auf. So, perfekt. Eine weitere Leuchtkugel für uns. Ui. Ui. Was haben wir denn hier? Was willst du hier? Verschwinde! Geht das auch freundlicher? Wenn du nicht gleich wieder abhaust, passiert was! Ich werde dieses Ritual zu Ende bringen. Und niemand kann mich aufhalten. Aha. Was für ein Ritual soll das sein? Ich werde diese Frau opfern. Ich werde sie opfern. Die schattige Macht wird sich meiner bemächtigen. Und ich werde zum größten Magier aufsteigen, den die Welt je gesehen hat. Aha. Aber du kommst mir gerade recht. Ich werde euch einfach beide opfern. Mach dich bereit zu sterben. Ich mach dich kalt. Na, dann versuch's doch, Tyrion. Das gute Opferfleisch. Tja. Ups, das wollte ich nicht. Kann ich Tyrion nicht looten? Anscheinend nicht. Hm. Naja, hey Jill. Oh. Danke, dass du mich befreit hast. Dieser verrückte Magier. Ich hätte mich nie mit ihm einlassen dürfen. Was hatte er mit dir vor? Das weiß ich nicht genau. Ich dachte, er ist ein netter Kerl. Er klang so interessant. Erzählte mir Dinge über ferne Länder und sagte, er könnte mir das Zaubern beibringen. In meiner Naivität habe ich ihm das natürlich geglaubt. Ich hätte schon stutzig werden sollen, als wir bei unserem Strandspaziergang plötzlich auf dieses Lager gestoßen sind. Aber jetzt bist ja du da. Vielen Dank. Ja, gerne. Der Magier wird dich nicht mehr belästigen. Vielen, vielen Dank. Wer weiß, was der Irre noch mit mir anstellen wollte. Ich bin eigentlich hart im Nehmen, aber dieser Typ hat mir Angst gemacht. Ich glaube fast, er wollte mich opfern. Wie auch immer, du hast dir eine Belohnung verdient. Gib mir etwas Gold. Du hast es dir verdient. Hier, bitte. Ja, was hast du jetzt vor? Ich werde zurück zur Taverne gehen. Hier ist es irgendwie gruselig. Soll ich dich begleiten? Nein, danke, ich komme schon klar. Wir sehen uns dann in der Taverne. Auf den Schock gehe ich erstmal einen trinken. Danke nochmal für alles. Ja, passt schon, passt schon. Okay. Tyrion kann ich anscheinend wirklich nicht looten. Und an das Buch unterm Bett komme ich auch nicht ran. Hm, schade. Aber hier sind Schatzvergaben. Den wollen wir doch gleich mal heben. Da wollen wir doch gleich mal gucken, was das ist. So, der Schatz am Strand von Kalador. Bauplan für ein Feueropal. Okay, da hätten wir sogar alles für. Schrotflinte, Kristallmagie und Silbertunke. Ja, okay. Ist okay, ist okay. Gut. Ich würde aber sagen, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.